d batman <sighs> Willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Sascha und Angela und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben kleinen Bausteine und möchten euch an uns und einen erfahrenen teilhaben Ja, bisschen. ganz ungewohnter Part für dich. Ja, ja, ungewohnt, aber ähm, yes, geschafft. Ähm, so, dann äh, kommen wir auch schon zum Set. Angela, was hast du uns schönes mitgebracht und warum? <laughs> ja, heute ganz untypisch für mich ein Auto. Mhm. Und zwar ein Bad Sports Car von Mulking. Mhm. Normalerweise bin ich nicht so der Autobauer. Ich kann Autos nicht so viel abgewinnen. Ich weiß, dass das einige anders sehen, aber es ist halt nicht ganz meine Themenwelt. Ja, ich, ich verstehe dich vollkommen und ich weiß auch nicht, warum ich immer Autos vorstelle. Naja. Was ist dein Karma? Mhm. Hm. Aber wo haben wir... Ich meine... Nein, komm, komm erst mal zu den Hardfacts und dann stelle ich hm. meine erste blöde Frage. <laughs> Deine erste von vielen. Mhm. Okay. Also, wie gesagt, das ist das betz boltz Das ist aus der mulking creative Idea serie mhm. ähm, Es hat Nummer 120 und hat 1778 Teile. Hätte im Handel 80 Franken gekostet. Ich habe es gewonnen, deswegen stelle ich es heute vor. Sonst hätte ich es auch gar nicht gebaut, bin ich ehrlich. Das heißt, Teilepreis wären ungefähr 4,5 Rappen pro Teil, was üblicher Mulking-Preis ist. Hier die Schachtel, welche Nummer hast du gesagt? 100? 128. Ist doch die 158. Oh, habe ich falsch aufgeschrieben. 158, stimmt. War ich jetzt verwirrt. Genau, die Schachtel. Jetzt, wo du es sagst, schwarz. Ja, eine einfache, simple Schachtel. Die Maße sind drauf, finde ich ähm, nicht schlecht. 35,5 äh, 35, cm in der Länge, ähm, 8,3 cm hoch und 14,2 cm breit. Falls ich schon mal die Vitrine ausmessen wollte ob es passt. Ähm, genau, Teilepreis hast du gesagt: 4,5 Rappen. Hervorragend ist günstig. Also ist günstig, ja. ähm, Mulking ist auch grundsätzlich günstiger. <laughs> ähm, ich glaube, das liegt daran, dass sie keine Lizenzen zahlen, was mhm. hier schon mal ein ganz großes Thema ist. Ich ja. meine, selbst wenn du mir nicht gesagt hättest, was du baust, man würde es sehen. Das stimmt. Aber meine erste blöde Frage, bevor wir, glaube ich, dann mal zum, zum Bauspaß kommen, Warum Bat Sports Card, das ist einfach das Batmobil. Wahrscheinlich ist Bettmobil lizenziert. Ja, aber, aber, aber ich meine, ich mein, was, was macht hier da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Okay. Auf diese blöde Antwort, äh, Frage habe ich keine andere blöde Antwort als keine Ahnung. Okay. Ich suche den Sportsanteil noch. Vielleicht kann man schnell damit fahren. Ich weiß es nicht. <laughs> kann man, also in den Filmen jedenfalls. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Bauspaß. Kommen wir zum Bauspaß. So. Also, ich kenne mich nicht so viel mit Batman aus, aber da bist du der Experte, weswegen du heute schon wieder ein Auto vorstellen darfst. Findest du, dass das Design gelungen ist? Absolut. Also man erkennt hier ganz klar das Bettmobil. Man hat zwar hier die altbekannten Flügel. Mhm. Man hat die Länge, also die lange Schnauze. Man hat ähm, hinten den Booster. Man hat hier vorne die... Keine Ahnung, die Schnauze. Sieht immer aus wie eine, wie eine Flugzeugturbine. Ist, glaube ich, auch eine Luftzeug, äh, Flugzeug, Luftzeugturbine. Eine Flugzeugturbine. Hier hat es aber so an, an, Luftansaugstutzen, die ich jetzt nicht kenne. Ähm, ja, also es ist ganz klar erkennbar in meinen Augen. Auch mit dem Mittelteil hier. Also man erkennt ganz klar, mhm. dass es ein Badmobil ist. Molking. Ja, es ist ein Bettmobil. Mhm. Also findest du, dass die Sticker auch nicht sein hätten müssen? Weil ich habe sie jetzt weggelassen. Ich bin kein Sticker-Fan. Sticker? Genau. Es hat da. Es hat tatsächlich noch Sticker dabei. Und da steht auch Bettmobil drauf. Es hat Sticker dabei. Okay. Das heißt es hat Aha. den Schriftzug und es hat, glaube ich, zweimal die Fledermaus. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Also grundsätzlich hier die Fledermaus. Okay, keine Ahnung, die kommt. Ah, ich sehe es. Also die Fledermaus wäre um, um, an der Seite. Ich weiß nicht, ob bettmobils normalerweise eine Fledermaus drauf haben, weil man erkennt es eigentlich, was es sein sollte. Aber anyway, ähm, hier diese, diese Verschnellerungsstreifen finde ich schon mal ein bisschen bescheuert. Hier Batmobil und das. Aber ich glaube, es ist ein Renn, es soll ein Rennauto sein auf Basis dessen, dass, hier hat es eine Nummer. Wenn ich das ah. richtig sehe, das kommt oben drauf. Ja, genau, die Das Ken. heißt also, genau. dass es äh, ein Rennwagen mit der Nummer 2 sein soll. Ach, das heißt, die Rallye-Streifen und die 2 sind ja. vom Sports-Gedanken. Mhm. Ah. Ja, weil ich habe noch kein Batmobile mit Rallye-Streifen gesehen. Ich auch nicht und vielleicht auch die Flammen. Ich glaube, das sind sollen das Flügelflammen. Ich weiß nicht. Ich, also, die ich, kommen ja vorne drauf, die Flammen. Oh, wow. Übel. Ganz übel. Gut. Also, die Sticker kann man sich sparen, weil ja, ich glaub, die, die, diese man sieht, was es ist. Diese St Sticker sollte man sich sparen. Ja, ja. Das bin ich doch mal dankbar, dass äh, äh, Mulking nicht geprintet hat. Das wäre richtig übel gewesen. Heiligsblechle. Ja. Das ja. Stimmt. Gut. Ähm, ja, also design denke ich ist soweit in Ordnung. Farbe, es ist ein schwarzes Auto. Ähm, es gibt jetzt ja von Lego, also die bisherigen Wagen waren ja auch alle schwarz. Meines mhm. Wissens, ähm, der Tumbler, zum Beispiel, oder auch die die, also das sieht ist schon eher aus wie eins der alten äh, Mobile, aber ähm, es gibt jetzt bald ein neues in dunkelblau. Dunkelblau. Dunkelblau, genau, weil es ist von der Batman Animated Serie. Ähm, bei dem, also im Prinzip gehört das zur gleichen Themenwelt wie dieses Riesenbild. Ah, genau, ja. wo, weil das ist so, das ist so, City. genau, Gotham City, das ist so, ähm, dort war es halt dunkelblau, das Auto. So dunkelblau schwarz je nach Lichteinfall. Da war auch Batman nicht rein schwarz, sondern eben so dunkelblau schwarz. Äh, genau. Das stimmt. Und Batman hatte noch keine Nippel. <laughs> gut, also wow. nein, äh, frag nicht. Anyway, <laughs> ähm, nein, also designtechnisch finde ich es gut, ähm, gut, dass die Sticker ähm, fakultativ sind. Ansonsten Farben. Hat es ja nichts weiter verbaut? Hier. <laughs> das denkst du. Oh, wow. Also, wenn wir schon Lego nachmachen, dann <laughs> machen wir es richtig. Wenn man jetzt ich habe Angst. Hab Angst. Oh, wenn man es jetzt mal auseinander nimmt. doch. Wenn man zum Beispiel da mal das Verdeck wegnimmt, oh, wow. dann sieht man seine ganze Farbenpracht und jetzt fällt es ganz auseinander. Irgendwo in der Mitte bricht es jetzt gerade. Aber wir können es auch mal so, da so zeigen. Ähm, so sieht das innen drin aus. Man kann es auch noch von der anderen Seite zeigen. Es hat ganz viel Farbsäuche. Für alle, die das so gern lieben und schätzen. Das bringt keinerlei Vorteil beim Bauen. Also, ich habe es jetzt zumindest nicht so empfunden. Wo kommt jetzt das her? Da mhm. ja, von der Seite, glaube ich. Ach so. Aber wie war das festgemacht? Egal, schauen wir später. Ja. Da kommen wir dann gerade zum Thema Stabilität auch wieder was da. Das kommt so. Und das da kommt da genau. So. Nee, Moment. Ich glaube, das wird... Doch, doch, das passt schon. Aber warum hält's hier? Okay, klar. wir haben hier ein, ein Mittelbuch. Lassen wir es mal. Schauen wir es später an. Wir haben es ja schon mal gesehen, wir können ja, so können wir ja je nachdem noch was zeigen, wie es vielleicht gebaut ist oder so. Ja. Aber ähm, spannend. Vom Bauen her. Moment, ist ja noch was? Irgendwo aus dem Teil rausgeflogen. Ähm, ich ich finde spannend, wie es gebaut ist. Also, es ist wirklich, es hat einen sehr stabilen Unterboden. Ja, also der hier Unterboden wirklich, ist stabil. Wirklich oh. ein sehr stabiler Unterboden. Ähm, man muss es zusammenstecken, so wie ich das sehe. Mhm. Deshalb wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut zusammengehen. Ja, es sind halt nur zwei Pins, die genau. was normalerweise eigentlich, eigentlich gut hält. Also ich muss auch sagen, die Klemmkraft finde ich nicht mal schlecht. Mhm. Klemmkraft ist gut. Aber ich glaube, an einigen Stellen ähm, geht die Stabilität flöten, weil es halt entweder Snot-Technik ist oder nur auf einer Noppe mhm. oder halt jetzt nur mit zwei Pins zusammengeschoben. Und dadurch geht schon Stabilität verloren. Also sieht man jetzt schon hier. Man muss vorsichtig sein. Also man, man, man darf jetzt nicht einfach auseinandernehmen, wie man will, wie man lustig mhm. ist. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Äh, was aber, ich meine, es ist immer noch Klemmbausteine. Wir haben hier ja nicht mit Leim gearbeitet. Nee, das ist so. Also von dem her ist es ja auch ganz in Ordnung, wenn man etwas so jetzt lässt. Ja, normalerweise wird es ja auch nur einmal irgendwo hinstellen. Mhm. Dann ist es okay. Genau. Denke ich. Ähm, Eben die Qualität der Steine, ansonsten eigentlich gut. Ja. Wenn ich mich nicht irre, haben ja auch an, äh, haben Jenny, glaube ich, oder Louis auch schon ein, zwei Sachen gebaut von Wolking Ich glaube auch schon mein ferngesteuertes Auto. Das ist ja, Mulking. auch Mulking, ja genau. Ähm, das war ja am Schluss stabiler als gedacht eigentlich, aber ich glaube, Jenny war auch nicht so begeistert von der Qualität. Du fandest also die Qualität in Ordnung. Ich finde die Qualität in Ordnung. Okay. Ja. Ich Gut. finde vielleicht eben bei ein, zwei Bautechniken, ich hätte da vielleicht noch einen dritten Pin reingemacht oder so. Oder irgendwie vielleicht das Ganze anders gelöst, dass es nicht nur an zwei Pins hält. Aber. Das ist halt schon ein bisschen. Was ich cool finde, was man sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte, also es wurde hier ja etwas verbaut, was die aussieht wie ein Motor. Ja, das stimmt. Also, das hätten wir jetzt. Hätten wir es jetzt nicht hier gewaltsam demontiert, wir hätten ja, es das nicht... Das war gesehen. ja nicht gewaltsam, hallo. <lacht> <lacht> ähm, nee, das sieht nicht so schlecht aus, aber eben hat schon auch hier wieder blaue Pins. Wir kennen es ja. ja. Es ist, ist zum so. Teil ja nicht notwendig. Also da für den Motorblock kann man das vielleicht noch machen mit den Farben. So auf den Seiten. Ich jetzt und, und nicht da unbedingt. kommt wirklich alles rein weiß ja. blau rot orange ja haben, haben wir noch es hat auch irgendwo noch grün grün also es, es kam jegliche Farben vor da bin ich dann der Meinung dass gelb ich, ja. ja das einzige das fehlt ist pink glaube ich das es jetzt nicht dabei magenta auch nicht <laughs> gut Glück gehabt ähm, ja dann Bautechnik, also Stabilität ist an sich gegeben. Mhm. Eben, wir haben es jetzt gerade ein wenig auf äh, ein wenig übertrieben. Ist, denke ich, okay, die Anleitung. Die Anleitung ist nicht wahnsinnig äh, herausfordernd. Es ist eine normale Anleitung, es wird immer schön umkreist, was Neues. Also so rot umrandet oder wie? Ja, kommt darauf an. Also sie haben die Farben so gewählt. Hier sind zum Beispiel grüne Farben, weil du eigentlich Hintergrund rot hast. Noch. <lacht> <lacht> ähm, da sind es dann wieder rote Sachen, wo nur Schwarz hast. Okay. Also sie haben versucht, die Farbe von der Umrandung immer ein bisschen anzupassen, dass man sie gut sieht. Okay, cool. Weil ansonsten, wenn du rot auf rot siehst, ist, ja. Aber natürlich haben die bunten Teile eigentlich gar nichts daran verloren. Dann müsstest du nur eine Farbe brauchen. Aber ansonsten, es hat wenige Teile pro Brauchschritt und es ist auch nicht wahnsinnig komplex gemacht. Ach so, Lego-Niveau. Ja, Aha. würde ich schon sagen. Okay, cool. Genau. Dann wollen wir mal weiter zum Spielspaß oder hat es noch irgendetwas, was ich... Nein, wir du... können gerne zum Spielspaß. Oh, gehen wir mal zum Spielspaß. Ja, also Spielspaß ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, es hat zwar einige Details, die sicher ja schön sind, wie der Motorblock, der innen drin verbaut ist, oder die Lampen und das alles. Aber, oder den Sitz, den es da drin hat, aber da passt ja nicht mal eine Figur rein. Also es gibt keinen Batman in der Größe, glaube ich, hast du mal erzählt. Nein, nur Minifiguren. Ja. Also, ja für mich ist das kein Spielset in dem Sinne. Es ist eigentlich ein reines Displayset. Ne, da kommt es nicht hin. <laughs> nicht wieder was hinklemmen, wo es nicht hingehört. Ne, bitte nicht. Von daher, also es fährt, es fährt vorwärts. Man kann ja keine Kurven fahren oder so, es fährt vorwärts. Also jetzt eher. <laughs> jetzt eher, das stimmt. <laughs> äh, aber richtig damit spielen kann man eigentlich nicht. Rein Rein für die Vitrine eigentlich gedacht, denke ich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zum Fazit. Ja. Oder? <laughs> so schnell kann es gehen, machen wir eine schnelle Runde heute. Ja, dann wollen wir mal doch mal unsere obligatorischen drei Punkte. Komplexität. Mhm. Komplexität. Mhm. Ich hätte jetzt eine 3 gegeben. Das ist jetzt nicht besonders schwierig oder komplex an sich. Es hat einige Stellen, wo man halt einfach mit der Snop-Technik aufpassen muss oder wo auf eine einzelnen Noppe gebaut wird. Das ist teilweise schon ein bisschen friemeliger, deswegen würde ich dort eine 3 geben anstatt nur eine 2. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll, das zu bauen. Okay. Und die Stabilität. Ja. Trotzdem, dass es jetzt gerade <laughs> hier in Einzelteilen liegt. Ja, würde ich vier bis fünf geben. Also das ist jetzt in der Mitte durchgebrochen ist. Wir haben relativ viel dran rumgefingert schon die ganze Zeit. Ähm, man kann es eigentlich rumtragen ohne dass was passiert. Ja, vier bis fünf. Okay. Stabilität ist okay. Aha. Und der Spielspaß oder der Bauspaß besser gesagt. Ah der ba Bauspaß. <laughs> der Bauspaß. Entschuldigung. Ähm, ja, es hat soweit Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht mein Thema. Mhm. Ich würde jetzt sagen, eine 4. Okay. Ja. Und dann noch irgendwelche Go äh, po äh, positiven oder negativen Pros oder Kontras. Hm. <laughs> Wie war das? <laughs> also... Ich hätte es mir jetzt wahrscheinlich nicht gekauft, ja. weil ich bin weder ein großer Batman-Fan noch bin ich ein Auto-Fan. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für Fans von Batman eine gute Alternative ist, wenn man jetzt nicht die paar hundert Franken ausgeben will von Lego. Von Lego, weil das ist eigentlich völlig überteuert, was man dann da für den Preis bekommt. Und wenn man sich was Schönes ausstellen möchte, ohne die Sticker. Finde ich, ist das eine gute Alternative. Definitiv, definitiv. Kann man eigentlich nichts zu sagen. Man erkennt es und. Genau. Okay. Ja. Cool. Ja. Ich hätte sonst nichts mehr. Hast du noch Fragen? Nein. Äh, von meiner Seite her sind alle Fragen gefragt. Auch hält das. <lacht> <lacht> äh, Kommt drauf an. <laughs> Nein, dann ähm, ja, würde ich sagen, ähm, unser heutiger Hashtag, Hashtag Fledermausmann Goes Sports, weil, naja, wäre ja eigentlich ein Rennauto, aber ja, Murkin hat hier ja irgendwie, äh, ja, irgendwas, irgendwas gedeichselt. Mhm. Anyway, nicht unsere Baustelle. Äh, von dem her, ja, Danken wir, das, danken wir euch, dass ihr bis jetzt da wart und äh, ja, wünschen euch noch einen restlichen einen Himmel nochmal. Wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.